Also wir haben heute in der Defensive sehr gut gestanden. Da hat Dassendorf sogar seine Schwierigkeiten gegen gehabt, uns hinten zu knacken. Also ich sag mal, das 3-0 ist für uns ein sehr gutes Ergebnis. Und damit können wir zufrieden sein. Ja, was anderes haben wir nicht erwartet. War klar, dass die Mannschaft sich hinten reinstellt. Dass sie jetzt mit 8-9 Mann so tief stehen, ja, das ist dann nun mal so. Darauf haben wir eben versucht zu reagieren. Hat im Endeffekt nicht so gut geklappt, dass wir zweite Halbzeit nicht noch das eine oder andere nachgelegt haben. Erste Halbzeit 3-0 war in Ordnung. Vielleicht hätten wir zweite Halbzeit noch ein Ding machen müssen. Hat heute nicht geklappt, aber wie gesagt, habe ich jetzt schon zweimal gesagt, wir haben gewonnen, 3-0, Pflichtaufgabe erfüllt. Es ist auf jeden Fall eine Leistung, worauf man aufbauen kann. Wir haben hier, denke ich mal, gegen Hamburgs stärkste Mannschaft gespielt aus der Oberliga. Ich meine, nicht umsonst sind sie die letzten beiden Jahre auch Meister gewesen. Und ich denke mal, dass wir dafür, dass wir hier aus Gülze kommen, in der Kreisliga spielen, gerade mal aufgestiegen sind, wieder uns sehr gut verkauft haben. Also das soll uns mal erstmal in der Nachmachen, mit einem 3-0 gegen Dassendorf aus einer OZ-Pokalpartie zu kommen. Das ist, wie gesagt, immer recht schwierig, wenn man nicht so wirklich Gegenwehr hat, erst in den letzten 20 Metern des Spielfeldes. Und dann da durchzukommen, sie haben sich reingehauen, haben versucht, Zweikämpfe zu führen und zu gewinnen. Und dann ist es halt immer nicht ganz einfach. Geschont hat sich, glaube ich, nicht wirklich einer.